Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Hitman. Wir spielen heute Club 27 in Bangkok, Thailand. Wir sollen Jordan Cross und Ken morgen erledigen. Wie machen wir das? Wir schauen mal. Auf jeden Fall würde ich mich gerne als Schlagzeuger verkleiden. Und Ken morgen, indem wir ihn ertränken. Das funktioniert, glaube ich, nicht unten in der Lobby. Ich habe da beim letzten Mal keine Toilette entdeckt. Obwohl er am Anfang gleich was isst. Das heißt, wir müssen mal gucken, wann er dann vielleicht in sein Zimmer geht oder sowas. Als erstes werden wir uns als Schlagzeuger verkleiden und dann müssen wir mal gucken, welche Möglichkeiten sich uns da bieten. Silverballer nehmen wir mit und der Absolution-Anzug und eine Gummiente. Dafür gibt es auch ein Achievement. Die blasse Ente ist, glaube ich, auch ferngezündet, ne? Ich glaube schon. Mal gucken. So, einmal Brechmittel dürfte nicht schaden, wie immer. Ein Schmuggelobjekt nehmen wir uns mit. Nämlich ein schallgedämpftes Scharfschützengewehr. Weil es eine Herausforderung gibt bei den Meisterleistungen. Ich weiß es nicht. Da, Gummientensonntag. Ziel mit einem Sprengsatz. Darf nicht gefunden werden, unbemerkt bleiben. Könnte schwierig werden. Hier, Blick in die Ferne, genau, da ist es, ne? Da ist dieser Tempel aus dem Intro abgebildet. Keine Ahnung, was man da machen muss. Vielleicht muss man hier die Flammen auf den Dächern abschießen oder irgendwas. Wir schauen mal. Na, das ist also unser Equipment. Und dann spielen wir einfach mal los. Mal sehen, ob das diesmal ein bisschen besser läuft. Also erstmal müssen wir, glaube ich, auf unser Zimmer, oder? Nee, erstmal müssen wir den Schlagzeuger finden. In unserem Zimmer gibt es noch gar nichts Interessantes. Da müssen wir erst hin, wenn wir eine Sicherheitsuniform haben. Aber vielleicht besorgen wir uns erstmal ein Kostüm irgendwie. Ken Morgan has booked the Queen Suite, but has yet to check in. You will find him in and around the restaurant. Oddly enough, Jordan Cross seems completely unaware of his presence. Cross and the class have set up a recording studio in the Emperor's suite on the third floor. Private security around Cross and his entourage is highly capable. Still, I'm sure you can find your way into his inner circle. After all, today is Jordan Cross's 27th birthday. The age when rock stars die. Good luck, 47. So. Und vielleicht schauen wir uns hier erstmal links um. Da haben wir uns nämlich noch gar nicht umgeschaut. Da um diesen Tempel geht es übrigens. Und ich habe keine Ahnung, was man damit machen muss. Hier gibt es Boote. Die sind übrigens sehr hübsch, finde ich. Ach, guck mal. Hier kommen wir in den Keller. Kellergeist, okay. Vollkommen unbemerkt kommen wir hier in den Keller. Da müssten wir doch irgendwie an ein Kostüm rankommen, oder? Lalalala. Sie wurden von einer Überwachungskamera gefilmt. Das sind zwei Frauen. Die nützen uns gar nichts. Ugh, will you cut it out? Sorry. I was cleaning the Baxter's room earlier and that singer from the class, you know, the hotel owner's son, he was rehearsing a song with his window open and I just couldn't stop listening. It was just so catchy. So, wir schauen mal hier rein. Da hinten ist ein Kostüm. I thought Thomas Cross was a media mogul. Ah, these multinationals like Brandschau, investment, prestige. They own a football team, I think. Besides, the way I hear it, Thomas Cross. Das war nicht so günstig gerade. Okay, aber der läuft dann nicht weiter. He's bought this island off the coast of Costa Rica. So, super. Kellner.
Das ist doch genau das, was wir wollten. So. Nee, ich möchte eigentlich according to the hotel manager's memo, drunken members of Jordan Cross's sound crew broke into the Queen Suite last night and trashed the place. Housekeeping is fast at work, which is why Ken Morgan and his bodyguard are not yet settled in. Sounds promising. Aha. According to the manager, a member of staff is supposed to escort Morgan to his suite once the cleaning staff is done. That someone could be you, 47. I know how you love to grovel. Aha, interessant. So kriegen wir Ken Morgan also nach oben in sein Zimmer. Was haben wir hier? Thomas Cross. Der milliardenschwere Medienmogul Thomas Cross besitzt Fernsehgesellschaften und Klatschblätter in aller Welt. Cross Senior ist ein skrupelloser Ultraliberalist, der zurückgezogen auf einer Insel vor der Küste Costa Ricas lebt. Er gilt als eiskalter, manipulativer Patriarch und durch unangenehmer Zeitgenosse. Aha, darüber haben sich die beiden hier gerade unterhalten, ne? In der Umkleide. Königinnen-Suite Notfall, wir gucken mal. Notizen der Hotelmanagerin. Das Unvorstellbare ist passiert. Heute Morgen sind Tonleute des jungen Meister Cross in die Königinnen-Suite eingebrochen und haben sie verwüstet, nachdem die Zimmermädchen dort waren. Mr. Morgan, unser geschätzter Gast und Repräsentant unseres Eigentümers Thomas Cross, aha, interessant, das Hotel gehört also Thomas Cross, hat sich zu Recht über den schändlichen Zustand seiner Gemächer beschwert. Sobald der Putztrupp fertig ist, erwarte ich, dass einer unserer Mitarbeiter Mr. Morgan in seine Suite begleitet, sich vergewissert, dass er zufrieden ist und sich anständig bei ihm entschuldigt. Sollte es nicht geschehen, kommt es selbstverständlich zur sofortigen Kündigung. Aha, das ist also eine Gelegenheit, die wir verfolgen sollten. Tun wir auch gerade schon. So, hier gibt es eine Toilette. Die einzige, die ich bis jetzt gefunden habe, tatsächlich. So, und an der Stelle Grüße an Sebi. Denn er hat mir verraten, dass in der Wäschekammer, das dürfte hier sein, sich die Schlüssel... Oh, das nehmen wir noch mit auf jeden Fall. Sich die Hauptschlüsselkarten findet. Oh, Notizen über uns. Ja, Zimmer 205, ne, das ist unseres. Eine Notiz der Hotelmanagerin. Mr. Reaper in 205 will völlig ungestört bleiben. Das Personal darf Mr. Reapers Zimmer nur betreten, wenn er es ausdrücklich verlangt. Selbstverständlich führt jeder Verstoß zur sofortigen Kündigung. Die kündigen die Leute hier immer ganz schön schnell, glaube ich. Hey, Waiter! Das bin ich. While those blood-sucking fascists up there are soiling the sheets with their harlots and gigolos. Ah, die machen ihre Laken dreckig. Schlimm. Eine Getränkdose. They would clean out this cesspool in no time. Be careful what you wish for, my friend. So, mal sehen, das hier ist die Wäschekammer. Also eigentlich Sebi, ne? Hier müsste das Ding sein. Hey, it's me. I'm down in the basement to switch out these lights. Ich habe die jetzt nicht gefunden. Vielleicht gibt es noch eine echte Wäscherei. Das war die Wäschekammer, ne? Wo das fertig gewaschen und gelagert wird. Ja, hier ist die Wäscherei. Okay. So, schauen wir mal, was gibt es denn hier? Münzen. Ja, Münzen nehme ich auch gern mit. Die können wir wieder in irgendwelche Brunnen schmeißen. Also, oh, und dieser Bug wurde gefixt, wo unten der Multiplikator erhalten bleibt, wenn man die Sachen wegsteckt. Wir können uns einen Schraubenschlüssel mitnehmen, dann brauchst du nicht mehr, ne? Damit können wir das Tuk-Tuk reparieren zum Beispiel. Und hier gibt es den Generalschlüssel. Oh. Da habe ich gerade nicht aufgepasst und da hat uns von hinten einer angequatscht. Problematisch. Zumindest ein bisschen. Ja, habe ich echt nicht aufgepasst gerade.
Oh mein Gott. So, wir suchen uns mal eine Treppe nach oben, würde ich vorschlagen. Excuse me. Are you quite sure that it's safe keeping these pesticides so close to the ventilation? Also, hier gibt es eine Treppe, die hochführt. Was gibt's denn hier? Achso, hier können wir untertauchen. Aber nicht als Hotel, nur als Hotelmitarbeiter. Wie ist denn die Treppe hier angelegt? Merkwürdig. Achso, jetzt sind wir hier auf der Haupttreppe. Ah, okay. Burnout, fade away. The age-old question. Only the young dream of burning out. Adults want to hang on and party for as long as they can, man. It's very true. So, und wir können das wirklich nur machen, wenn wir als Hotelmitarbeiter verkleidet sind. Deswegen suche ich erstmal den Rockstar. Die putzen hier schön. Beim Rockstar war, glaube ich, das in der Restaurant-Lounge oder sowas. Da hält er sich auf. Aber hier sind wir wahrscheinlich im falschen Flügel, oder? Ja, Entschuldigung, ja. Ja, aber nicht wirklich gewesen in dem Fall. Da hat er nicht Unrecht. So, wir können uns ja mal hier die Zimmer angucken. Zimmer 104. Wenn wir schon mal hier sind. Oh, was gibt's denn hier? Ein Tablettenbehälter mit tödlichem Gift. Gibt's in Zimmer 104. Ich hoffe, jemand schreibt mit. So, und wir haben ja hier tatsächlich noch eine ganze Menge von dieser Map nicht gesehen. Edit. Ja, toll. Danke, Tür. Und hier gibt es aber auch nirgendwo ein offenes Fenster, um etwas rauszuwerfen oder... ähnliches. So, hier drüben ist irgendjemand, der uns durchschaut. Ich frage mich, warum. Der putzt da. Dann schauen wir mal hier ins Bad rüber. Ja, also hier sind die heftig am Putzen. Ich weiß nicht, ob das hier das Zimmer des Anwalts ist. Nein, hat sie nicht. Security, dürfen wir da rein? Nee, dürfen wir nicht. Rich, buddy, old man Cross is super rich. Small hobby in between my Thai boxing class. 1% of the 1% rich. So, der steht direkt davor. Das wäre also dumm, da reinzugehen. Gucken wir mal, Zimmer 101. Ob es da was gibt. Oh, scheinbar nicht wirklich. Dürfen wir nicht rein. Mit dem Kostüm. So, und jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Wir müssen irgendwie in den anderen Flügel rüber, denke ich. Am besten hier nach unten und dann
and carry an anti-consumerist message? You got it? Yeah, kind of easy to preach anti-consumerist. Oder was gibt's hier oben? Dürfen wir hier rein? Kommen wir hier durch? Achso, da sind ja die Typen hier. Ach, da können wir uns ja auch ein bisschen umgucken eigentlich. Ja, hier gucken überall diese Typen rum. Jo. Wir krampeln da mal schnell drüber. Aber die benehmen sich hier auch echt nicht gut, muss man sagen. Eine Waage, was gibt's hier? Achso, Waschbecken, okay. Lalalala. So, also in 104 gibt's tödliche Tabletten. Unten in der Wäschekammer gibt's Rattengift. Das sind zwei Locations, die wir uns merken sollten. Ja, also ich glaube, die Wäschekammer, die werden wir bei fast jedem Playthrough hier... Ah, Wasserball, schön. Also ziemlich am Anfang ansteuern. Oh Gott, hier sieht's ja auch aus. Also die wüten hier ganz schön, ne? Wie echte Rockstars. Auch wenn sie nur zur Filmcrew seit schon zur Toncrew gehören. Ach, hier kann man lang gehen, ohne die auf die Leute zu treten. Das ist natürlich ein bisschen netter. Hey Garçon, you know you're embarrassing yourself right now, just being here. Of course I can. So. Okay. Ungünstig. Kommen wir dann rüber auf die andere Seite. So, unten ist, glaube ich, die Hotelmanagerin. Unten durch. Da müssen wir tatsächlich unten lang. Hier gibt es auch so schöne, ich frage mich, ob man da Münzen reinwerfen kann, soll, darf oder irgendwas. So, in welche Richtung muss ich? Ich glaube hier nach links. Ja, genau. So, hier hinten lang. Ah, Mensch, ein Schraubendreher. Nehmen wir doch direkt mit. Bin ich jetzt hier richtig, Leute? Naja, so halb. Lüftungssystem kontaminieren. Ah, okay. Hier können wir also als Insektenjäger dann zuschlagen. Apropos zuschlagen. Diesen Hammer hier habe ich doch gerade erspäht. I were an average Joe on his way to work in the morning and not this world famous painter who just has to create. Ein Maler, aha. That is Ken the Brick Morgan, lawyer and corporate fixer. Who's the jittery guy over there? Looks like another one of those rock stars. That's Abel De Silva. He's only one of the most awesome drummers on the okay, New hier. Ah, ich glaube, das ist er. Also sah der jedenfalls auf dem Bild aus. Da haben wir eine Küche. Kokosnuss, nehmen wir uns mit. Oh, das war nicht so gut. Das war ganz schön knapp. So, was haben wir denn hier für Informationen? Der neue Drummer? Mhm, wissen wir ja schon. Und ich denke, das müsste der Typ hier sein. I'm telling you, it's every night. How have you not heard? I'm a heavy sleeper, like I always have been. Well, I'm telling you, every night. Hey, Mr. Waiter. Cross listens to this recording. A man and a woman fighting horribly over and over again.
Also wir könnten ihn jetzt schubsen. Das ist natürlich nicht so richtig subtil. Ich würde gern warten, bis er was trinkt und sich eine Toilette sucht. Ich meine, er ist Schlagzeuger. Er wird was trinken. Cross is listening to a recording of himself and Hannah Highmore fighting. Okay, well, does it end with the scream? There's a struggle. And he stops and runs. Come on, listen to yourself. Der Typ da erkennt uns. Waiter? Man, that really nice, man. Really nice. Hey, mister. Who are you? Can you believe this prick? Who does he think he is? Don't move a muscle, buddy. Oh fuck. Okay, also da in die Bahn noch mal unauffällig. Was ist denn hier los? An die Bar daran zu kommen, wird ein bisschen schwierig, aber wir wissen immerhin, den Weißwein wird er trinken. Okay, die haben sich alle wieder beruhigt, wie es aussieht. Jetzt müssen wir schnell einmal durchflitzen. I once installed an air horn under my colleague's chair. Glass of Vermont, please. Thank you. So, und hier der Barkeeper, der durchschaut uns. Wir müssen also kurz weglocken. Hey! On any game, not even Monopoly. God, I'm stupid. Sure you do. So, der kommt hier rum, okay. I'm sure it gets old. Law of diminishing returns, right? I guess. Hey, wasn't he supposed to fetch that microphone for Wes? Ah, yeah. So. Und das Ding, nicht die tödlichen, sondern nur Brechmittel. Yeah, I'm awesome. Your son love the vest. So, und dann rennen wir wieder hinten rum. Und wenn wir Glück haben, geht er direkt hier zum Mülleimer. Der Drummer. Ach du Scheiße, sag nicht, der kommt hier hinter. Der kommt hier hinter. So, das ist der Drummer. Smile for that extra tip. Geht an die Bar, trinkt was. 45 gleich unwohl fühlen. Also das läuft zumindest mal nach Plan. I am about to vomit. Mate, it's so gross. And the smell. So, wo geht der Typ jetzt hin? Ach, da hinten. Und kotzt hier in dem Müll. Nein, wirklich? Oh Mann, das ist doch schlecht. Warum geht er denn hier hin? Kann ich mit einer Münze anlocken oder so? Ich habe keine Lust, den zu erschießen.
Na, aber hier, das sehen sofort drei Leute. Da können wir gar nichts machen. Ja, verdammt. Ich befürchte, da werden wir noch ein bisschen beschatten müssen. Hey, Mr. Waiter. Hey. So, when's the album coming out? I just carry the heavy stuff. Strong, silent type, eh? Ja, vielleicht werden wir das doch auf dem Balkon irgendwie erledigen müssen, während er raucht. Ah, da ist ein Sicherheitsmann. Out of my way, waiter. Das sieht abgeschieden aus. Ich guck mal gerade, ob wir ihn hier reingelockt bekommen. Hey? Ja, bekommen wir. Oh, verdammt. Hat keiner gehört. So, dann kann ich nur hoffen, dass hier niemand reinkommt. Da gibt es echt nichts zum Verstecken. Kann hier runterwerfen. Das wäre nicht so richtig unauffällig. Ich will ihn jetzt auch nicht töten. Oh. Hey man, state your business here. What's up? Sir, I don't think I've seen you here before. Was? Hold it right there. Now he was like, yes sir, no sir. He couldn't even look me in the eye. Wir wollen nicht durch. Hold it! All right? Yes. So, da müssen wir mal gucken. Ja, wir müssen hier gerade ein bisschen entkommen. So, wir können vielleicht einfach hier drüben hochgehen. Wir schauen mal, ob wir durchgelassen werden hier als Drummer. Let me know if you need anything, Mr. Abel. Ja, das geht. Aha, und jetzt kommen wir zum ersten Mal nach oben. Oh, hey, Mr. De Silva. Dexie Barrett was supposed to pick you up at the restaurant lounge. Huh. Oh, well, while you're here, who cares? Go right in, sir. I'm a big fan. You know, Death and Taxes are like my favorite band. Appreciate it. Mr. De Silva? So, und jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit, befürchte ich. Weil der Körper unten gefunden wurde. Oh, hey. You were gonna tell me about that performance in Barcelona. Oh, yeah, man. Oh, that was crazy. What's up, Abel? So geil hier. Was gibt's hier? Achso, hier kann ich hier untertauchen. Ah, hier kann man Spannung erhöhen. Dann wird ja jemand gegrillt wahrscheinlich. Oh, wir sind doch Schlagzeuger. Können wir Schlagzeug spielen? Ah, leider nicht so. Hey, Abe. Okay, thank you. Brilliant. What do you say, Wes? I think I'm onto something. The guitar needs a bit of tuning, Heidi. Wes bought a Branson MD2? Yep. Also known as Old Sparky. Almost bankrupted Branson Tech back in the day. Yeah, well, why would Wes want to use a mic with a notorious production error? Wes is compromised. Always chasing after him. Hier gibt's noch einen Raum, klein. And off. Yeah, well, still, I mean, hier gibt's Schraubenschlüssel und Schraubendreher auf jeden Fall oben.
Aha. Ach so, darüber haben die beiden sich gerade unterhalten. Anyway, it's safe enough when you know how to handle it. Just don't crank the bolt. Alright, well, keep that in mind. Okay, und er darf dann die Spannung nicht erhöhen, also wir brauchen ein anderes Mikrofon. Und wir müssen dann die Spannung erhöhen, scheinbar. Jetzt habe ich natürlich nicht zugehört, wer das Mikrofon hat. Vielleicht sehen wir das in den Informationen. Der Frauenschwarm, wer ist denn der Frauenschwarm? Julian, ein Mitglied der Soundcrew, hat einen einschlägigen Ruf als Frauenschwarm. Seine jüngste Eroberung ist der ehemalige Sitcom-Star Jackie Carrington. Es ist die Frau aus 207. Offenbar hält sich Julian gerade in Miss Carringtons Hotelzimmer auf mit einem Paket für Wes Liston, dem Produzenten der Band. Aha, in Zimmer 207 bekommen wir also dieses Mikrofon. Das heißt, wir sollten nochmal runter uns irgendwie als Hotelmitarbeiter verkleiden wahrscheinlich. Hier, ach so, ein Schraubendreher. Und wahrscheinlich müssen wir auch noch eine Etage höher. Ach so, hier sind wir wieder am Anfang. Hier ist die Küche, dürfen wir da rein? Ja, dürfen wir. Ein Messer, noch eine Kokosnuss. Achso, also hier oben gibt es auch eine Kokosnuss. Interessant, da drüben eine Getränkedose. Und hier sind wir an der Treppe. Okay. Also kleiner Rundgang hier. Irgendein Achievement gibt es auch mit einer Gitarre. Steht in so einem Ständer drin. Aha. Hier haben wir ein Klavier. Hammer. Alles, was man so braucht. Mr. Silva, how are you? Aber hier hinten waren wir, glaube ich, schon. Ach du Scheiß, wie sieht's denn hier aus? He was drinking hard during the whole Hannah Highmore media circus. But look, Jordan's no alcoholic, okay? He mostly drinks that god-awful scented water brand, but when he gets pissed off, I've got a few beers. You know, like a normal guy. Okay. I just hope he has the stomach for it. That's all I'm saying. So what do you think of the new material? So, guck mal, Cross Trinkgewohnheiten. Cross hat vor allem während des Rummels um Hannah Highmore, haben wir gerade gehört, sehr viel getrunken, aber der allgegenwärtige Dr. Oscar Lafayette hat ihm den Kopf zurechtgerückt. Mittlerweile trinkt er nur noch, wenn er aufgewühlt ist, wie zum Beispiel heute. Ja, gut zu wissen. Also wenn wir irgendwo einen edlen Tropfen bekommen, beziehungsweise der Typ meinte, er trinkt Bier. Okay, dürfen wir nicht rein? Okay. Gut zu wissen. Let me know if you need anything, Mr. Abel. Ich meine, wir haben uns gerade reingeschlichen, das wäre kein Problem gewesen. Solange wir hier nicht erwischt werden. Hier gibt es einen Schrank. Ha, geil, ein Katana. Das war's schon. Ein offener Safe mit einer Waffe. Ein Power Accord haben wir abgeschlossen. Und wir sehen so toll aus. Unglaublich. So, ich werde mir hier noch gerade das andere Zimmer dieser Seite anschauen. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Jungs und Mädels.
Ach, da müssen wir jetzt warten, bis der Typ wieder weg ist, wahrscheinlich. Wir machen das also beim nächsten Mal. That is Jordan Cross, revered and reviled in equal measures. Ach, da drin ist er, mit dem Zopf. Dort. Mhm. Ja, will den loswerden, mal schauen. Wo rennt denn der hin? Kommt der zu uns? Ne, der geht nach unten. Okay, aber das ist unsere Gelegenheit, hier reinzuschlüpfen. Hier haben wir ein Safe. Ah, dazu brauchen wir eine Kombination. Ich kann das Radio mitnehmen. Okay, warum nicht? Nehmen wir halt ein Radio mit. Waschbecken, lup. Okay. Also hier drüben gibt es ein Safe. Gut zu wissen. Das ist hier Zimmer 404 zufällig von Lexi. Hey, you wanna have a peek inside? Why? That's Dexie Barrett's room. Exactly. I just wanna see what it's like. You know, does she sleep in an oxygen tent? Does she keep a bunch of Dalmatian puppies locked up? Yeah, she's a character, all right. Would you believe she used to be a corporate CLO? Her company knowingly produced a carcinogenic weed killer. But after Dexie got into the fight, the victims were the ones who ended up paying damages. Huh. Yeah. Yeah, we should probably stay out of her room. We probably should. Okay, dann ist das hier vielleicht wirklich Dexies Zimmer. Schauen wir in die Informationen. Ungezieferproblem, okay. Gewohnheiten, ja, gut, okay. Gut. Ach, hiermit gibt es auch irgendein Achievement. Mit dieser Statue oder einer ähnlichen. Na, mal schauen. Wir machen auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter. Bis dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir jetzt endlich anfangen können, Leute zu töten. Macht's gut und bis dann. Ciao.